hatte den Night Fever. Heute nennen werde. Das Mädchen, was ich jetzt wähle, zu ihr habe ich auch keinen Bezug. Wir gehen uns einfach aus dem Weg. Diese Person hat es nicht verdient, in der Top 10 zu sein. Ich verstehe auch nicht, warum sie immer noch dabei ist. Nein! Nein, nein, nein! Ich glaub's nicht. Yes. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ich weiß es nicht. Finde ich geil. Wie kann man sowas machen? Will in die Top 10. Ja, 10. Was? Ja. Was? Das fand ich auch erschreckend. Ja, wird schon. 6, 7, 8. Naja, tanzen, ich bin ja eher immer so ein bisschen der Körperklaus. Eigentlich tanze ich super gerne. Also so ein bisschen Freestyle. Ja, wenn ich in eine Disco gehe, das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Aber meine Moves sind meist immer so ein bisschen unkontrolliert. Step, 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 step. Die macht hier einen Schubladen mal hier drin. Schubladen. Es ist schon wichtig, dass ich diese Moves irgendwie drauf bekomme, aber es ist halt so, es ist so viel auf einmal so. Ach, deine Stimme ist nicht immer so rauchig. Nee, leider nicht. Ist zu viel trinken und rauchen, das ist nicht gut. Hier kommt das erste Solo, okay? Ja, das hat schon ziemlich genervt. 1, 2, 3. Ich bin halt nur angekränkelt. Ja, das merkt man aber nicht, aber das muss man ja beim Tanzen merken. Ich könnte auch die ganze Zeit einfach in der Ecke sitzen, aber ich finde, als Gruppe sollen wir das machen. Und von daher finde ich das einfach ein bisschen schwachsinnig, alles schlecht zu reden. Und Cecilia müssen sich darüber hinaus auch noch auf ihre Performance vor dem nächsten Kunden fokussieren. Denn für die beiden geht es noch heute nach Amsterdam. Scheiße. So, nein, das ist jetzt nicht passiert. Warum bist du hier? Du kannst doch schon alles. Was willst du noch dazu lernen? Einfach sehr angegriffen gefühlt. Vielleicht kennt er das gar nicht so, dass Leute ihm gegenüber auch mal Witze machen oder cool sind. Und er hat es direkt als frech aufgefasst. Das ist meiner Meinung nach sehr unprofessionell. Es lag wahrscheinlich eher daran, dass er der einzige Coole sein wollte am Set. Also. Na, was ist denn, Schatzina? Ja, und das ist auch gut. Ja. Weil ich find's gut, dass du das hörst. Was ist euer Problem? Mit. Ja, wir haben nämlich viel vorbereitet für dich. I know, sag mir. Bye! Vor deiner letzten Fahrt. Ich stand mit einem. Am Bahnhof und wir sahen dich an. Sie sprang auf einen Wagen, da kam das Zeichen vor sich, Bahnsteig frei. Bahnsteig.
die Tischte, mein Liebling wollte mit vorbei. Kennst du John Travolta? Wer hat es nicht verdient? Also ich finde, jeder verdient es hier auf jeden Fall. Och mein Gott, ich finde, wenn man hier ist, sollte man auch einfach ehrlich sein und nicht immer falsche Sachen erzählen. Und das hat sie mir halt sehr oft gemacht. Sarah. Ich habe auch an Simi gedacht. Sayana, was denkst du? Das ist leider Simone, weil die hat eine schwierige Persönlichkeit. Ich bin mir ziemlich... Was mit dir aus? Wenn ich jetzt so an unsere Gruppe denke, denke ich mal, dass Caro die ruhigste ist. Ich finde, sie geht bei uns ein bisschen in der Menge unter. Also ich sag auch die Caro. Ja, ich war im ersten Moment schockiert. Also ich finde auch, dass Caro sich ein bisschen hier so durchmogelt und sie halt eben zwischen uns anderen ein bisschen untergeht. Ja, das hatte ich halt vorher auch die letzten Tage beobachtet, wie sich Personen auch benommen haben. Simone eben. Also ich muss leider sagen, dass ich mich auch für Caro entschieden habe. Caro, du kommst halt so wenig aus dir heraus. Ich glaube einfach, da bist du halt von uns allen der schwächste Part. Ich finde es interessant. Okay, danke dir. Simone, und du? Ich kann mir schon vorstellen, dass... Ich habe das jetzt einfach nur auf diese Woche bezogen, wer in meinen Augen hier die schlechteste Leistung in dieser Woche abgeliefert hatte. Und ich finde, dass das die Theresia war beim Tanzen. Auch im Allgemeinen hat sie sich nicht so viel weiterentwickelt wie jeder andere. Ich habe das jetzt einfach nur auf diese Woche bezogen, wer in meinen Augen hier die schlechteste Leistung in dieser Woche abgeliefert hatte. Und ich finde, dass das die Theresia war beim Tanzen. Auch im Allgemeinen hat sie sich nicht so viel weiterentwickelt wie jeder andere. Also ich muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und es war auch garantiert nicht leicht. Caro, ich finde, du hast sehr viel Modelpotenzial und das denken wir auch alle. Definitiv. Ja. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich würde dir einfach gerne mit auf den Weg geben, dass du gar nicht so viel versuchst aus anderen, deine Personality zusammenzubauen, sondern wirklich einfach auf dich hörst. Vielen Dank für eure Einschätzung. Und jetzt sage ich nochmal, bitte, bitte strengt euch an. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay. Ich habe eine Schallplatte. Oh, Mann. Eine goldene. Der Trick funktioniert immer noch, Heidi. Ja. Bist du? Werd dich vermissen. Vermisst dich auch, Heidi. Meine Mama, bitte. Ich wäre diesen Weg gerne weitergegangen. Total. Ich liebe auch total Fashion. Ich kenne dich. Oh. Und hier, oh. Humpe. Griechische Göttin. Oh. Die heraus? Ja, das ist schon ein knappes Höschen. Ja.
Ich muss euch etwas mitteilen. Ja. Mir kann man keinen Einbruch planen. Und ich habe ihr da auch vertraut, weil... Ja, dann würde ich vor. Ich kriege jetzt auch echt Hummeln im Arsch, muss ich ehrlich sagen. Da war ich schon sehr scharf drauf, ja. Immer kurze Pause.